Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Stellaris Staffel 11. Und ich sehe gerade, meinen wundervollen Lauftext gar nicht eingeschaltet. Ja Leute, keine Ahnung, ich komme einfach momentan nicht dazu, so aufzunehmen, wie ich gern würde. Nochmal alle Einstellungen checken, soweit scheint ja zu passen, okay. Weil es ist so viel los und wenn, dann will ich einfach nur vor mich hintrillen, nichts machen. Und ja, und dazu spiele ich immer ganz gern Dyson Sphere, ganz alleine für mich, in Ruhe, ohne irgendwas. Und das macht auch richtig Spaß, Leute. Wenn man jetzt gerade rausschaut, Politik und so, ey, es ist alles nur noch ätzend. Und ja, fürchterlich. Echt in fürchterlichen Zeiten leben. Wir müssen ja froh sein, wenn wir dann demnächst noch die Stromrechnung überhaupt bezahlen können, oder? Ey, Leute, was ist da los? Das gibt's ja gar nicht. Iam Secundus auf der Reliktwelt, da sind die Forschungslabore zerstört. Das werden wir reparieren. Es gibt nicht genügend Bauplätze, um zu reparieren. Dann werden wir mal reparieren. Ja, und danach, wenn da repariert ist, dann werden wir mal die Blocker hier entfernen. Okay. Iam Secundus. Wo liegt denn Iam Secundus überhaupt? Iam Secundus liegt hier. Ja gut, okay. Das kommt, weil Iam Secundus war bereits unsere Welt dereinst. Und ja. Da war aber dann der Drache. Der Drache Schad war da zugange und ja, er konnte seine dreckigen Klauen nicht vom Rubrikator lassen, oder heißt Rubrikator? Ne, der Rubrizierer. Oh, aber heißt auch Rubrikator irgendwo, oder? Ja, Leute. Wir haben nämlich drei Relikte und ja, wir planen Krieg. Wir sind momentan in keinem Krieg. Aber das will nichts heißen, das geht rucki zucki und dann werden wir in einem Krieg sein. Ich sehe gerade, wir haben noch eine Sternbasenkapazität frei. Ganz cool, die werden wir auch nutzen dann. Genau, wir brauchen aber ein paar flüchtige Teilchen. Dann kaufen wir mal 5 dazu. Genau, der Rest sieht ganz gut aus. Wir haben 19.000 Legierungen. Ist doch schon mal ein sehr ordentlicher Wert, mit dem man was anfangen kann. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was hier upgradet werden könnte. Wie kann die verbessert werden? Ach, die, Station engaged. Die könnte zur Zitadelle verbessert werden, okay. Moment, aber die Kolosseestation, die ist schon eine Zitadelle. Okay, Leute. Die ist schon eine Zitadelle und hat auch eine Titanwerft. Ah ja, Leute, die hat eine Titanwerft. Und da haben wir einen Titan der Dysto A-Klasse. Ja, Leute, ihr habt noch nichts geschrieben. Wenn ihr ein bisschen teilnehmt, ja, ist es für mich auch ein Ansporn, regelmäßiger zu streamen. Soll kein Vorwurf sein, soll einfach nur, ist einfach so, das ist so. Weil dann heißt es, hey, was ist los? Warum streamst du nicht? Das ist halt schon geil. Jetzt im Moment gegen wen kämpfen? Ah, Leute, die Buvarian-Horde natürlich. Wir haben dem Khan einen Stoß versetzt. Gott sei Dank, und es war richtig gut. Er macht keinen Schaden auf uns, warte mal. Er macht keinen Schaden und wir gehen gut, aber wir gehen dreckig ab. Und erledigt, Leute. Die konnten einfach gar nichts machen. Und ja. Genau, die ist auch schon. Das läuft schon. Ja, unsere Kampfflotte ist am Kämpfen, was für ein Auge von Hawking. Da wird gerade auch gekämpft, sehr gut. Oh ja, Leute, wir geben Gas. So, da haben wir jetzt gekämpft und die haben schon bei uns tiefe Wunden gerissen in unser Reich. Ja, also in unser Reich insofern, als dass die Salorim uns untergeordnet sind und ja, wir eben Steuern kassieren von den Salorim und wenn da was passiert, dann ist es halt mehr als schlecht für uns. Das ist schlecht. Ja, Aufstiegsvorteil haben wir noch keinen gewählt. Gut, ich überlege mir jetzt einfach mal selber, was wir machen. Und vielleicht gehen wir ans Koloss-Projekt und gehen richtig in Richtung Planetenzerstörer. Aber es gibt unterschiedliche Planetenzerstörer. Es gibt den Todesstern. Was war? Oh, um Gottes Willen. Ich dachte, die Zeit hier ist. Der Fliegen ist vorbei, aber da fliegt noch was. Na gut, okay. So. Leute, da gibt es zwei verschiedene. Da gibt es einmal den kompletten Weltenzerstörer, den Planetenzerstörer, oder? Wir machen so einen Welten-Säuberer, der alles biologische Leben von dem Planeten eben säubert und ja. Alles ein bisschen was für Massenmord. Brutal. Ja.
Wenn wir Weltenform machen, können wir Welten zu Gaia-Welten terraformieren. Und wisst ihr was? Ich möchte mal wirklich was spielen, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch drei Sachen kommen danach noch. Und hier sogar vielleicht noch ein vierter Aufstiegsvorteil möglich. Vielleicht machen wir das. Meisterhafte Erbauer ist halt gut. Für Megastrukturen. Dass wir Megastrukturen bauen können, aber finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Nee, mich reizt es mit den Gaia-Welten. Dass wir halt richtig einen auf Gaia-Welten machen. Oh, weil Gaia-Welten, glaube ich, haben noch einen zusätzlichen Bonus, oder? Guck mal, wo wir eine Gaia-Welt haben. Wir haben Gaia-Welten. Zumindest eine. Zumindest eine Gaia-Welt haben wir. Müssen wir mal gucken. Ja, Freunde. Wir graden halt mal mega auf. Ja, ab. Wir graden auf. Ja, wir graden ab. Leute. Ja, jetzt gucken wir mal. Ne, wo haben wir die Gaia-Welt? Komm. Ist halt alles interessant hier, gell? So. Ne, wo haben wir die Gaia-Welt? Da, Gaia-Welt, okay. Gaia-Welt, so. Bewohnbarkeit, 100%. Okay. Genau, Modifikatoren der Planetenklasse Gaia-Welt. Ressourcen von Jobs plus 10%. Mega stark. Leute, das ist mega stark. Und dann können wir selber zu Gaia-Welten terraformieren. Ich glaube, diese Gaia-Welten-Geschichte wäre richtig stark. Wir machen das. Einfach so, wir machen das. Wir machen Weltenformer. Das vorsichtige Formen und Verändern. Veränderen. Das vorsichtige Formen und Verändern des Ökosystems eines gesamten Planeten unterscheidet sich nicht allzu sehr von einem Künstler, der eine Statue aus Ton formt. Baukosten Terraforming minus 25% und Gaia-Welten können wir terraformieren. Ja, machen wir. Noch nie gehabt. Erste Mal, dass wir das wählen. Und ich sag euch eins, Freunde. Ich erzähle euch eine Geschichte. Und diese Geschichte heißt, dass ich komplett, ohne Witz, komplett Perry Roden verfallen bin. Weil es sich als dermaßen spannend und gut herausstellt. Das ist unfassbar. Leute, das ist unfassbar. Und wie ist denn das überhaupt billig, das Terraformen? Das ist ein bisschen richtig günstig, oder? Kann das sein? Unfassbar, wie günstig das ist. Ja, und wir terraformieren halt gleich mal im großen Stil. Wir machen da nicht so halbe Sachen. Nee, nee. Wir terraformieren richtig, weil wir es einfach können. Leute, wir können hier terraformieren ohne Ende. Und dann werden wir auch terraformieren ohne Ende. So, jetzt haben wir nicht alle Planeten gewählt, aber wir haben doch einen Großteil der Planeten gewählt. Entschuldigung. Macht euch da keine Gedanken. Ja, und genau, wenn man so nachdenkt über die Politik, und jetzt haben sie Nord Stream 1 und 2 angegriffen und gesprengt. Mein lieber Mann. Ich tue jetzt so, als würde ich lachen. Es ist krank, richtig krank, was da abgeht. Und ja, keine Ahnung. Leute, keine Ahnung. Jetzt Alliance of Raxi Codium. Ja, die Jungs hier, die können nichts. Alles in Ordnung. Eingehende Übertragung vom Großkhan Zetkuk. Na dann. Hier spricht Großkhan Zetkuk von der Fokuhila von der Hof. Wir nennen sie Fokuhila-Horde, ist besser, oder? Von der Fokuhila-Horde. Meine Niederlage gegen die göttlichen Quent war ein kleiner Rückschlag, mehr nicht. Die Quenti sind tapfere Krieger und würdige Gegner, aber auch sie werden fallen. Meine neue Armada wurde zusammengestellt und nichts wird den Lauf der Geschichte aufhalten können. Schwört mir jetzt die Treue. Solange noch könnt, ein zweiter Sturm kommt auf. Ja, hab ich, um ehrlich zu sein, gar keinen so richtigen Bock da drauf. Auf einen zweiten Sturm. Ich habe nicht mal Lust auf den ersten Sturm. Okay, Schlachtschiffe werden gebaut. Das ist ganz gut. Wir müssen mal gucken. Leute, wir müssen mal gucken. Wir haben hier bei Kudose. Da haben wir Kreuzer rumstehen. Dass wir hier nochmal einen Titan raushauen. Würde ich sagen. Und wir machen nochmal einen Dystoar-Klasse. Wenn ihr einen nach euch benannt haben wollt, ja, sagt Bescheid. Wir machen das. Müsst ihr halt nur sagen.
Und dann machen wir das also. Gar kein Problem. Mache ich gerne sogar. So. Genau, die Station hier wurde... Sie wurde vernichtet. Ja. Sie wurde sowas von vernichtet. Okay, was wir brauchen und was wir auch nach wie vor jetzt bauen werden. Meine Lieben. Wir werden. Ah, genau, er baut ein Hyperrelais, sehr gut. Und ja, bau mal das Hyperrelais fertig. Ah, der baut schon lange an dem Hyperrelais. Our ships have been upgraded. Der baut es very slowly. Genau so. Kleine Befehle. Evasive maneuvers initiated. So. Evasive maneuver wo? Na gut, okay, da waren wir jetzt halt auch schon ein bisschen arg weit weg. Normalerweise, wenn er schlau wäre, dann würden die von da weggehen. Dann würden die hier ein bisschen. Ja. We have mastered a new technology. Moment. Bewegen wir mal hier hin. So, Funksignale. Unsere Audioscanner haben zum ersten Mal Funksignale von Ablapus 2 aufgefangen. Die auf dieser Welt lebende industrialisierte Alien-Zivilisation hat offensichtlich begonnen, mit ratlosen Übertragungen zu experimentieren. Von anderen Regionen des Planeten haben uns Berichte erreicht, in denen es um den Start ihres ersten primitiven Flugzeugs geht. Ihre technologische Entwicklung schreitet im Einklang mit unseren Modellen schnell fort. Wir müssen die Signale überwachen, alles klar. Ne, Leute, und bei Perry Roden, da gibt es zum Beispiel, die machen auch gerne mal was mit Zeitreisen. Ich finde Zeitreisen immer schwierig und in einem Universum wie Perry Roden doppelt schwierig. Weil das ja über so lange fortbesteht. Ja, das kann ich ja gar nicht mehr richtig unter Kontrolle haben. Diese ganzen Zeitreisen. Aber jedenfalls, es gibt da, oder gab's, die Zeitpolizei. Okay? Und die Zeitpolizei, Bewohnbarkeit plus 5% brauchen wir gar nicht so sehr. Die Zeitpolizei, die nennt sich auch Schwingungsmacht. Da gibt es die erste Schwingungsmacht, das sind irgendwie so Bestien, keine Ahnung. Dann gibt es die zweite Schwingungsmacht und die dritte Schwingungsmacht. Sowas von spannend und gut. Es ist unfassbar. Gut, naja. Ah, Leute, so ist das halt. Also richtig toll. Ja, Perry Roden, ja. Ich kenne Perry Roden ja schon lange. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich es jetzt nochmal entdeckt habe. Und ja, und wie bin ich jetzt gestartet in Perry Roden? Ganz einfach. Junge, du sollst die Wissenschaft Masse macht. Ich habe es einfach entdeckt. Ich hatte Bock, das zu lesen. Dachte, wie fange ich jetzt an? Keine Ahnung. Knallhart. Wie man jetzt auch mit Politik anfangen würde wahrscheinlich. Ja. Ich habe einfach angefangen zu lesen. Einfach angefangen zu lesen, Leute. Einfach. Was soll man machen? Einfach angefangen zu lesen und sich dann durchkämpfen. Durcharbeiten. Okay, man versteht nicht alles. Vielleicht versteht man auch nur sehr wenig. Und trotzdem. Einfach sich durchwursteln. Sich durchkämpfen. Ja. Wie mit Politik, da versteht man auch am Anfang wenig. Und dann kämpft man sich durch. Man beschäftigt sich mit Dingen. Man liest. Und macht und tut. Und dann... Und dann irgendwann wächst das Verständnis nach und nach. Dann wächst das Verständnis nach und nach. So, wir kämpfen. Ja, sauber. Deren Stationen, die sind schon schwach. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt nicht irgendwie... Da kommen die schon. Ah, die Salorim holen es zurück. So sei es. Das ist in Ordnung. Könnte machen. So, und da würde ich mal sagen, gehen wir so lange. So, okay. Achtung. In eine Verschwörung verwickelt. Wir wurden in eine Verschwörung gegen die Rektala Stellar Sovereignty verwickelt. Die Anschuldigung ist so vage, dass wir nicht in der Lage sind, selbst herauszufinden, ob sie etwas planen oder nicht. Unsere eigenen Spione beteuern die Anschuldigung sehr unbegründet und sie behaupten, es handelt sich wahrscheinlich entweder um eine Reaktion der Spionageabwehr, einer unserer Ziele, oder um eine Verleumdungskampagne, die von einer dritten Partei durchgeführt wird. Was auch immer der Grund oder die Ursache ist, Rektalast, Stellar Sovereignty jetzt nicht gut aufgenommen. Kurios. Ja, es war aber mit euch schon immer schlecht, Rektala.
Nee, Ruxicodium. Und mit dem Rektalar war es auch schon schlecht. Ihr wart doch nie gut. Wo seid ihr überhaupt, Rektalar? Hier, Rektalar, die sind da hinten. Ja, das ist keine gute Situation mit denen. Muss man auch mal sagen. Ungute Situation sogar. Mal ein Situationsprotokoll. Was ist denn das nicht? Nein, wir gucken nicht dahin. Wir gucken ins... Das seht ihr mal, wenn man es eine Weile nicht spielt, dann wird es schon wieder schwierig. Eigentlich doch ein Situationsprotokoll. Sieg, genau, okay. Gut, und wir sind immer noch mit 34.000 richtig stark. Wir haben wirtschaftliche Macht, 16.000. Aber die wirtschaftliche Macht ist halt von uns gigantisch. Die ist gigantisch, das muss man schon so sagen. Also die ist richtig mega. Ja. Da kann man wirklich sich nicht beklagen. So, der Rest hier wird alles schön ausgebaut. Das passt schon soweit. Ja. Frag ich mich nur. Bergbaustation bauen. Hyperrelais bauen. Hyperrelais bauen. Okay. Wir müssen aufpassen mit den Hyperrelais ein bisschen. Da fehlt uns teilweise Geld. Ja. Dinge sind nicht so unser Problem. Jetzt Moment. Flüchtige Gase. Brauchen wir. Und brauchen wir Teilchen. Und wir brauchen Kristalle. Und da kaufen wir gleich mal 10 dazu. Wir verkaufen. Oh. 10 davon. Moment, und kaufen aber weniger. Weniger. Vielleicht kommen wir jetzt auf einen besseren Weg. Mal gucken. Ja, irgendwie muss man ja auf einen besseren Weg da kommen. Aber es sieht alles in allem gut aus. Und jetzt die Metallurgie plus 10% läuft uns natürlich voll in unseren Plan. In unseren Plan rein. Ja, und wie gesagt, und ja, so kam ich dann eben zu Perry Roden und es ist so schön, das zu lesen, auch wenn die Geschichte jetzt natürlich schon, wie soll ich sagen, uralt ist quasi. Ja, und sich da in Zeiten befindet. Ja, es ist einfach geil. Jeder, der sich halt für Weltraum oder so erinnert, interessiert und auch KI und da kam ja inzwischen alles vor. Perry Roden ist so alt. Da gibt es ja eigentlich nicht, was es nicht schon gab. Ja, wo Gehirne transplantiert werden und keine Ahnung. Ja, also jetzt momentan, da geht es um den K.O. Potter, Fenerick, der gestrandet ist in der Milchstraße. Und ja, und dieser K.O. Potter wird eben von Quintarchen gelenkt und ja, Leute, es ist abartig. Gut. Naja. Komm, Kevin McNevin, der macht das. Der macht's ganz gut. Ja, komm. Wir haben jetzt keinen besseren. Hostile Xeno Fleet engaged. Okay, Hostile Xenos. Wir hassen euch alle. Oh, sehr gut. Und da habt ihr auch eine Horde. Ah. Eine Horde, eine Transportflotte. Oh je, Leute. Die kriegen auf den Deckel, kann das sein? Leute, macht sie weg. Richtig, oh mein Gott. Schöne Vernichtung. Oh, 20 von 20, komplett weggemacht. Ja, das war der letzte Planet, den ihr euch geschnappt habt. Fokuhila Horde. So, okay, gut. Ja, komm, gehen wir so. Dann gehen wir so. Dann gehen wir hier hin. Ich frage mich, wo die expandieren möchten. Zu uns kommen sie nicht. Na? Zu uns kommen sie nicht. Denn wir haben hier alles jetzt geblockt. Die müssen sich nach hinten ausweiten mehr. Und dann treiben wir sie zu den Mischer. Und da können sie sich austoben, wenn sie möchten. Da kann ich dann auch nicht helfen. Sehr gut. Okay, alles klar. Ich hasse den Schleier. Ich hasse ihn von ganzem Herzen. Aber eines Tages muss auch mal was Gutes aus dem Schleier rauskommen, oder?
Psionische Inkarnation, lassen wir gleich mal bleiben. Sensorreichweite, lass es, die Schiffsgeschwindigkeit ist gut. Der Schleier. Hier treibt ein Splitter aus perfektem Kristall, der langsam um seine eigene Achse rotiert. Als wir uns ihm nähern, zerspringt er in 1000 Teile. Erhöhte Schiffsgeschwindigkeit. Jawohl, Vorteil verliehen, Gott sei Dank. Unsere Telepathen haben es geschafft, eine temporäre Verbindung zwischen dem Schleier und unseren Raumschiffen herzustellen. Mit Hilfe ihrer psionischen Kräfte können unsere Schiffsbesatzungen jetzt die Stärke der Schubdüsen ihrer Schiffe verbessern. Dies führt zu enorm erhöhten Unterlichtgeschwindigkeiten. Plus 40% für 5 Jahre. Gut. Very good. Ja, Leute, so ist es nämlich. Guck mal, er baut noch das Hyperrelais. Genau, wir bauen ja hier unsere Autobahn quasi. Wir sind schon gar nicht so schlecht. Insgesamt. Moment, mal kurz gucken. Wie viel wir seltene Kristalle plus 20? Ja, das ist gut. Gut, weil da haben wir etwas Mangel. Da können wir auch noch mehr kaufen. Komm, da kaufen wir noch ein paar dazu. Oh. Kaufen wir mal 50. Monatlich, das passt schon. So, hier haben wir jetzt Trümmer in Vasat. Da haben wir aber, glaube ich, schon... Ne, haben wir gar nicht. Der wird mal hier hinreisen. Wie lange braucht er? 163 Tage ist ja kurz. Richtig kurz, okay. Dann, ja, komm du. Kai Wang. Untersuch mal dieses Spezialprojekt. Und wo sind jetzt die anderen Spezialprojekte? So weit drüben. Schwierig. Bezierende Sterne, ja gut, das ist halt schon arg weit weg. Und das Pelissimus, schade, ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Kommen wir auch nicht. Dann machen wir so. Macht das? Okay. Passt. Annike Fischer, meine Liebe. Du wirst die Genmodifikation auch nett. Aber wir erhöhen das Befehlslimit der Flotte mal. Und einen General haben wir, oder einen Militärforscher haben wir momentan nicht. Haben wir nicht, dann bleibt sie. Dann lassen wir die gute. Sehr gut. Schön. Tamiya Techwelt. Arbeitsloser Arbeiter. Ein Schabtag. Tropische Welt. Wird schon zur Gaia-Welt terraformiert. Also das haben wir jetzt gewählt. Quasi als Aufstiegsvorteil. Weil wir es einfach noch nie hatten und weil ich es mal probieren möchte. Ja, dass wir eben Gaia-Welten erschaffen. Und das machen wir auch nicht zu knapp. Wir machen richtig viele Gaia-Welten, denn... Nur mal ganz kurz zum... Moment, hier mal ein bisschen upgraden. Nur mal kurz zum Zeigen. Eine Gaia-Welt an sich. Ja, Ressourcen von Jobs plus 10%. Zufriedenheit biologischer Bewohner plus 10%. Detoiden plus 10%. Und automatische Umsiedlungschance zum Ziel hin plus 50%. Klar, wer will nicht auf einer Gaia-Welt wohnen? Also hätte ich jetzt auch nichts dagegen. So, das ist, glaube ich, ein... Da haben wir Lebensmittel gebaut. Das machen wir auf keinem Planeten Lebensmittel eigentlich. Außer auf dem hier. Ja, außer auf diesem Planeten. Da machen wir Lebensmittel. Ja. Würde ich mal einfach sagen, dass wir da ein bisschen was bauen. Also einen Planeten oder so können wir da schon für Lebensmittel quasi hergeben. Okay, dann machen wir ein bisschen Generator. Ja. Das ist auch nicht verkehrt. Geld zu haben ist nie ein Fehler, weil man sich dann eben vieles leisten kann. Viele Legierungen und so weiter, die man einfach auch braucht. Okay. Spezialprojekt kann weg. Flüchtige Teilchen würde ich noch ein paar dazu nehmen. Sieht ja im Prinzip auch alles ganz gut aus. Oh, ich gehe mal auf den falschen Knopf. So. Das Quack-Regime ist spiritualistischer geworden. Ganz wie es uns gefällt. Ja. Haven Sky ist jetzt echt Quack geworden. War die Heimatwelt der Salorim, Leute. Na gut. Nicht mehr.
da ist die Todesbrut. Vielleicht könnten wir es mit der Todesbrut auch aufnehmen. Bin mir gar nicht so sicher, ob wir es nicht einfach mal probieren sollten. Aber vielleicht, wenn die Flotte unten angekommen sein wird. Ah, hallo Freunde, bleibt doch hier. Ja, so ein Pech auch. Ja, das tut mir jetzt natürlich leid, dass wir euch da... Handelskommen beendet, ihnen fehlen die Ressourcen, die Uinda können nicht mehr... Entschuldigung, Leute, wir haben so viel gehandelt mit den Uinda. Wir haben den Ressourcen abgeschwatzt, ohne Ende für ein paar gefallen. Und jetzt können sie sich nicht mehr leisten, Leute. Ja gut, das ist halt... Ist halt dumm gelaufen, es tut mir ja auch leid in gewisser Weise. Aber auf andere... Auf der anderen Seite tut es mir auch nicht leid. Ja gut, was soll man machen? Also, Leute, terraformieren, komm. Machen wir ein bisschen... Darum geht es uns ja, dass wir die Gaia-Welten eben erschaffen möchten. Und ja, wir werden mit der Gießkanne kommen und richtig schön Gaia-Welten erschaffen. Geld haben wir genug. Also Geld ist nicht das Problem für uns. Ja. Wichtig ist eigentlich unsere Hauptwelten, dass die mal Gaia zu Gaia-Welten werden. Aber die haben wir schon. Da sind wir schon am Terraformieren und da haben wir auch einen Psi-Core. Trotzdem nur 137. Gut, wir haben halt auch 21 verfügbare Jobs, gell? Aber keine Arbeiterjobs, offensichtlich. Was haben wir denn für Jobs überhaupt? Na, hier oben. Oh, Leute, hier. Medizinarbeiter und Kultur. Und wir haben nicht mal einen Telepath hier. Tolle Sache. Tolle Sache, Leute. Dann sollten wir vielleicht mal eine Entscheidung machen, dass hier mal jemand herkommt. Oh, und die Lebenssaat können wir auch noch machen. Wir können den Planeten gleich in die Gaia-Welt verwandeln. Und verteilen mal Luxusgüter. Okay, dann machen wir gleich mal eine Gaia-Welt aus einem Planeten. Gucken wir mal. Der ist schon... Den können wir gleich zur Gaia... Na gut, Savannenwelt. Jetzt nicht die Mega-Welt, wo man unbedingt was bräuchte. Aber Katz wird doch... Nee, Katz, wir können... Aber Katz ist Größe 12. Da bauen wir mal schön. Hier Größe 16. Und wir machen es einfach. So, in 720 Tagen quasi. Und, oh, stopp. Was für ein System haben wir hier? Hier gibt es keine Probleme. We have mastered a new technology. Die warten. Die warten da. Die warten knallhart. Aber unsere Verstärkung kommt schon. Naja. Wir werden kommen. Leute, wir werden kommen. Rumpfstärke-Zerstörer erhöht. Ja, Rumpfstärke-Zerstörer ist natürlich mega stark. Und die Ripper-Autokanone Größe S. Das ist, sind richtig gute Sachen alles. Wir machen mal die Rumpfstärke des Zerstörers. Und ich glaube, wir haben eigentlich einen Raketenwissenschaftler nicht mehr. Die sind alle von uns gegangen, leider. Ja, sehr schade eigentlich. Alles arbeitslose Arbeiter, Leute. Alles arbeitslose Arbeiter. Hm. Ressourcensilos, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja. Hydrokulturfarm, das finde ich alles Blödsinn, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Zitadelle des Glaubens. Pro Planet eine möglich. Auch interessant, oder? Haben wir noch keine? Wir bauen einfach mal eine hin, komm. Wir bauen mal eine Zitadelle des Glaubens. Debris analyzed. So. Okay. Was haben wir da? So viel. Physikforschung 300, Ripperkanonen plus 10%. Okay, Freunde. Können wir irgendwas reparieren? Können wir nicht reparieren? Nein. Da kommen wir jetzt nach Belisir und zwar zu dritt. Machen wir. Ah, die kommen auch zu uns. Aber wir sind schon da, Freunde. Our ships have been upgraded. Jawohl, komm. Leute. Gehen die nicht auf die Flotte? Uinda haben den Treueschwur gebrochen, den heimlichen. Schwachsinn.
von Seite der Uindar, aber die Uindar, die konnten sich ja eh nichts mehr leisten, oder? Bei euch ist richtig schlecht gelaufen. So alles in allem, oder nicht? Ja. Was macht denn unser Typ? Salorim, Winter. Ja, naja, gut. Ist halt Pech dann. Wir haben 3 Korvetten verloren. Hier. Und die haben 4 Plünderer-Schiffe, 2 Fregatten, 1 Kreuzer. Die Galeone hat überlebt, leider. Ja, die sind halt richtig schnell geflohen. Die sind schneller geflohen als sonst was. Ja, die gehen hier schön nach hinten. Und die waren ja bis hier unten. Und wir haben sie komplett vertrieben. Auch schön eigentlich. Ja, ich frage mich nur, ob wir die Todesbrut angreifen können. Müssten wir eigentlich fast schaffen. Wir könnten auch mal reparieren. Aber wir könnten auch die Todesbrut angreifen. Play, 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 play. Kommt, wir machen ein Todesbrot. Ach, die kommen ziemlich zeitgleich an. Okay, Freunde, es wird der größte Kampf jetzt. Wahrscheinlich in dieser Folge Todesbrot. Eine Kreatur von unvorstellbarer Größe. Bewegt sich vorsichtig von Planet zu Planet. Gemessen an den unbeholfenen Proportionen und den ungeschickten Bewegungen ist es noch ein Baby. Und dennoch ist es furchterregend. Stränge aus Schleim und schwarzer Galle umhüllen seinen Körper und scharfe Krallen ragen aus seinen Klauen. Baby oder nicht, es ist ein Raubtier, das dazu bestimmt ist zu töten. Es ist eine Abscheulichkeit. Es ist nur ein Baby. Wir sind eigentlich die Bösen, aber wir machen sagen, es ist nur ein Baby. Ja, ändert nichts an der Sache. So, guck mal. Oh, wir machen dick Schaden. Schon, oh, wir machen da ganz ordentlich, aber der hat auch schon gut reingehauen. Moment. Aber wir machen, oh, ja, ja, keine Chance hatten die, gar nicht. Wir haben sie einfach mal weggemacht. So. Ein leichtes Zittern geht durch den zusammengerollten Körper der Todesbrut. Schmieren auf schwarzer Flüssigkeit bilden sich aus seinen Wunden. Dann ist es nicht mehr. Seine perlenden Augen starren leer in den Raum. Hoffentlich werden wir niemals die Form kennenlernen, die es angenommen hätte, wenn es das Erwachsenenalter erreicht hätte oder das Wesen, das es erschaffen hat. Unsere Wissenschaftler haben Interesse gezeigt, die Eissplitter wegen ihrer einzigartigen Energieerhaltungsqualitäten zu erforschen. Untersucht die Splitter. Neues Spezialprojekt Eiersplitter erlangt 13.477 Einigkeit. Beginnt die Situation? Gelegenheit zu einer Leviathan-Parade, oder? Nein. Wir sind fertig mit der Todesbrut, dann untersucht die Splitter, Freunde. So, jetzt, Moment. Jetzt Achtung. Jetzt gehen wir hier runter und da ist wieder eine bösartige Flotte. Die werden wir uns auch mal angucken. Stopp, so. Aber außerirdische Megastruktur. Saviks Quast haben ein Sternentor gebaut. Und Alliance of Raxicodium Primum haben ein Sternentor gebaut. Gut, okay. Wir können, ja, wir werden die Unterlichtgeschwindigkeit erhöhen. Das machen wir. Und Admiral Amani Al-Jazari, auch nicht mehr die allerjüngste, oder? 92. Ja. Hat immerhin Stufe 4 erreicht. Und wir haben nur, ja, 3 Korvetten und 1 Zerstörer verloren in der Schlacht. Gegen dieses Monstrum eigentlich ganz gut. So, okay. So, Leute. Da kommt Pelissimus Shard. Aber Pelissimus Shard wird jetzt nicht uns irgendwas tun, oder? Dann werden wir ausgelöscht. Geht Pelissimus Shard gegen die. We have mastered a new technology. Oh, stopp.
gut, Rumpfstärke der Zerstörer haben wir erhöht. Produktion der Bergbaustation. Ja, das machen wir. Wir machen halt richtig viel Industrie. Denn Industrie, das bringt uns voran. Oh ja. Das bringt uns voran. Das wird jetzt nicht die Schlichter sein, oder? Doch, das war natürlich war es die Schlichter. Dann Mohammed Al-Asiri. ...34.900 wird auch ein heftiger Kampf werden. Gucken wir mal, eigentlich müssten wir es schaffen. Ja, das war eine ganz kurze Geschichte. Und er ist auch sofort geflohen. Seht Cook. Ja, mein Freund, er war es, der Khan wieder. Wir haben ihn besiegt. Müssen wir so weit zurück? Ey, so blöd. So machen wir das. Passt schon. Puh, Leute. So, was wir jetzt brauchen, ist Spezialprojekt, so. So machen wir das, nehmen mit, was wir können. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben 1200 seltene Kristalle. Perfekt. Moment. Wollen wir nicht lesen. Moment. So. Wird die Geschichte hier doch immer besser, oder? Jetzt nämlich unsere Hyperrelais, die nehmen langsam hier richtig Fahrt auf. Das wird mega gut. Runur. Tote Welt, Quentphysik, die können wir terraformieren. Auch zur Gaia-Welt. Ja klar, Leute. Machen wir diese Geschichte. Moment. Und wie sieht es mit der Piraterie aus? Ja, jetzt nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Könnte schlechter aussehen mit der Piraterie. Ne, sieht gut aus eigentlich. Ja, gibt ein bisschen Piraterie, aber wenig. Leute, wenig. Okay. Tod des Großkhans. Großkhan Seth-Cook ist tot. Nachdem seine Armada ein zweites Mal der Niederlage gegenüberstand, unternahm der Großkhan keinen Versuch, seinem Flaggschiff zu entkommen, als es im Kampf zerstört wurde. Mit dem Tod ihres geliebten Anführers ist ein brutaler Machtkampf in der Fokuhila, Horde ausgebrochen. Die Kriegsherren des Großkhans kämpfen nun gegeneinander, um die Kontrolle über sein Reich zu sichern. Es bleibt abzuwarten, wer an der Spitze hervorgehen wird. Damit zerbricht sein Reich. Ja, Freunde. Ja, und Jamesville ist jetzt wieder Salorim geworden. Ist okay. Haben wir kein Problem damit. Moment, wir haben jetzt doch dermaßen viele Lebensmittel. Können wir nochmal locker 150 verkaufen. Genau, und wir kämpfen halt gegen die Reste des Reichs, des Großkhans, ja. We have mastered a new technology. Perfekt. Neckar Prime. Arbeitslosen. Natürlich Arbeiter. Was auch sonst? Na komm, wir machen ein autochtones Monument. Galaktische Börse. Könnte man auch mal machen. Na komm, wir machen mal eine Börse einfach. Wir haben ja noch nicht allzu viele Börsen. Reformieren Gaia-Welt. Oh ja, Leute, wenn unsere ganzen Welten
dann zu Gaia-Welten werden, auch die wichtigen. Ja. Ja. Dann aha, wird es nochmal einen Megaschub uns geben. Einen Megaschub. Und ja, wir sind bei 36.594 inzwischen schon. Das heißt, wir sind dann, wir haben bald Pelissimus Schad und die Barkaliden eingeholt. Leute, wir sind nicht mehr so weit weg von denen. Nur mit dem Unterschied, dass die halt so ein ganz kleines Reich haben. Und wir haben halt, boom, die halbe Galaxis. Für uns. So, Lebensdaueranführer. Schauen wir auch schon mal lang. Die Chemo-Wonne. Ich gönne denen halt, ich gönne unseren Leuten immer keine Chemo-Wonne. Da ein bisschen. Weiß nicht. Mr. McNevin, what are you doing? Okay, passt, passt. Na dann. Ach, Leute. Moment schon, lesen wir gleich. Auch immer diese arbeitslosen Arbeiter, das macht mich fertig. Wollen wir noch so einen Distrikt dahin? Verheerendes Leck. Gelegenheit zur Säuberung der Todesbrut. Der Behälter, in dem wir die Giftdrüse der Todesbrut gelagert hatten, hat ein Leck. Das verheerende Gift hat nun unsere Wasservorräte auf Camia Secundus vergiftet und uns dazu gezwungen, Wasser von anderen Welten heranzuschaffen, um die selbstverschuldete Dürre zu lindern. Das Gift, das selbst die größte Weltraumfauna außer Gefecht setzen und jegliche Rumpfpanzerung durchschmelzen kann, hat sich als äußerst tödlich für jeden Quenti erwiesen, der es zu sich genommen hat. Wir müssen entscheiden, wie wir mit dieser Krise umgehen. Sollen wir eine molekulare Säuberung jeglicher Todesbrut-DNS auf dem Planeten durchführen? Oder das Gift langsam herausfiltern, damit wir mit der Parade fortfahren können? Die Parade, Leute, dämmt die Ausbreitung ein, aber die Parade wird nicht abgebrochen. Reinigt die Welt von der Kontaminierung und dem Giftsack. Brecht die Parade zugunsten einer schnelleren Beseitigung der Kontamination ab. Ja. We have mastered a new technology. Ich hab keinen Bock irgendwie auf der Heimatwelt oder so, dass so ein Ding da erwacht. Im Leben nicht. Der mystische Orden, was habt ihr dabei? Diesmal Stockbetten oder was? Haben wir schon? Wir haben das schon gekauft. Leute, dann geht doch weg, bringt uns doch nicht immer dasselbe. Wie ging die Schlacht aus? Gut, besser als gedacht, schaut mal. Nur ein Zerstörer, eine Korvette von nochmal eine Korvette, das war's schon. Alles klar, und die haben böse Rückschläge einstecken müssen. Ah, das sind jetzt die Puhabila Free Warriors. Wir beugen uns keinem Alien. Okay, hör zu. Die Horde kehrt zu alten Wegen zurück. Der Tod des Großkhans hat sich auch als Schlag für die vielen Reformen erwiesen, die die Buhavilaner ins Leben gerufen hatten, um ihre unorganisierte Struktur, Clanstruktur, in ein konsolidiertes galaktisches Imperium zu verwandeln. Keiner der Kriegsherren des Großkhans zeigten das geringste Interesse daran, diese Reformen fortzusetzen, und die Buhavilaner sind damit alle zu ihren alten brutalen Wegen zurückgekehrt. Sie sind nicht länger vereint. Vielleicht war es unvermeidbar. Ja, vielleicht. Dann gehen wir jetzt. Echt, kämpfen wir jetzt? Wenn wir jetzt kämpfen, was bringt es dann? Moment. Ah, okay, wir können sie weiter eindämmen. Na dann. Dämmen wir sie weiter ein. So. Verbreitung der Bau-Lebenssaat auf Cat Secundus. Abgeschlossen ist eine Gaia-Welt. Und wir haben eine Reihe Nubaul mal wieder. Ja, hervorragend, mehr Sklaven. Naja, gut. Okay. Die Zinn-Föderation hat die Grenzen geschlossen.
Ziran-Konföderation. Raxicordium Primum hat die Grenzen geschlossen. Rektalar hat die Grenzen geschlossen, Savix Quast. Kommen wir langsam zum unausweichlichen Krieg. Steht er jetzt vor der Tür? Gute Frage. Ja, bin nicht so Fan von dieser ganzen Krieggeschichte, aber was heißt nicht so Fan? Wir werden es machen. Oh, wir werden sowas von uns nicht. Warte mal, wir nehmen die hier. Die wird forschen. Wir lassen uns sowas von nicht unterkriegen. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Hier. Er hat keine Befehle. Dann bauen wir hier mal ein Hyperrelais hin. Dann haben wir hier verbunden. Dann wollen wir da drüben ein Hyperrelais hin. Ja, dass der uns halt nie sagt, wenn... Dass der uns nie mitteilt, wenn das Hyperrelais gebaut ist. Ist auch ärgerlich, oder? Na ja, gut. Hat Sekundus hat inzwischen zwei arbeitslose Arbeiter. Auch total blöd. Und wir mal ein Energienetz danach hin. Und Gas. Raffinerien. Und Thorum wird auch ein Arbeiter sein. Ja, ein Schabtak. Arbeitslosen Schabtak. Auch blöd. Ja, wir lassen den mal arbeitslos sein, den Schabtak. Und gucken mal, warum kann der kein sterblicher Eingeweihter werden eigentlich? We have mastered a new technology. Auch die Frage. So, die Amöbengeiseln haben wir. Okay. Alles gut. Ja, dann. Komm, mach mal. Hier, wir werden jetzt ein paar Forschungen nachholen. Das muss schon sein. Und auf Shutra. Debris analyzed. Alles gut. Und gut. Oh, passt schon, passt schon. Föderationsassoziierungsabkommen. Ja, Leute, ihr werdet so auf den Deckel bekommen, dass man sich's gar nicht vorstellen kann. Wie brutal. Es wird richtig mega schlimm. Muss ich mal sagen. Okay, passt schon. Im Einsatz vermisst. Eine Flotte wird vermisst. Die ISS Reisender. Ja, toll. Gut, Merkantil werden wir jetzt abschließen. Wir kriegen noch einen Bonus. Handelswert plus 10%. Auch gut. Und wir kriegen einen Aufstiegsvorteil. Und der letzte ist Insiderhandel. Marktgebühr 10% reduziert. Ja, das führt alles immer zu noch mehr. Und zu noch mehr Geld, Leute. Zu noch mehr Geld. Jetzt gucken wir mal. Galaktische Macht. Ja, braucht man nicht unbedingt. Das hier, Ansprüche. Ja, weiß nicht. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Weil wir halt... Ja, wir werden die platt machen. Wir werden die richtig vernichten. Galaktische Anwärter. Okay. Schaden an gefallenen Reichen. An erweckten Reichen und an Torbauern plus 33%. Und das mit den Torbauern, da hätte ich halt schon Bock drauf. Weil, ja, keine Ahnung. Wir müssen jetzt gucken. Wir haben noch drei Möglichkeiten. Ja, ich würde normalerweise sagen, Verteidiger der Galaxie, Schaden an Endgame-Krise plus 50% erhöht. Sehr wichtig. Dann, werde zur Krise können wir halt auch noch machen. Weiß nicht. Wir warten noch ein bisschen. Leute. Wir warten noch ein bisschen.
Der Krieg, also es geht jetzt um das Thema, jede Söldnerenklave enthält plus 30 Flottenkapazität. Weg damit. Mögen wir nicht so gern. Der Feind meines Feindes. Diplomatische Bedeutung von Flottenstärke plus 60%. Flottenkapazität plus 30%, aber der Unterhalt ist teuer. Da sind wir auch dafür. Oh ja. Da werden wir jetzt einiges kriegen. Gucken wir mal. Ja, wir sind noch stark genug, die jetzt einzeln anzugehen, die Jungs hier. Fangen wir mal oben an. Müsste fast klappen. Danach sollten wir uns vielleicht zurückziehen, aber die können wir noch ein bisschen schwächen. Ja. Vielleicht müssen wir auch nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen. Wir haben trainiert. Werden gleich richtig böse ankommen. We have mastered a new technology. Flotte weg da oben. Die Flotte auch weg, oder? Weg, weg. Alle weg, da weg. Hier weg. Sauber. Jetzt wird es halt langsam, aber sicher wird es ein bisschen böse. Construction complete. Dies könnten fast zu stark sein für Special uns, ne? product complete. Weiß nicht genau. Weiß nicht. Wir könnten es probieren. Leute. Ungeheure Evolution. Eine genauere Analyse der Eissplitter hat es uns ermöglicht, eine Technologie zu entwickeln, die einige der einzigartigen Energieerhaltungsqualitäten des Todesbroteis in unsere eigenen Pflanzen reproduziert. Super. Gargantische Evolution. Plus 30%. Echt? Was ist die gargantische Evolution? Oha. Energy Credits von Jobs plus 5%. Machen wir. Leute, machen wir. 8 Monate, ja. Passt jetzt gut. So. Hier haben wir auch arbeitslosen Arbeiter. Bauen wir mal noch ein bisschen. Wer ist gestorben? Kyle McNevin. Er war unser bester Mann. Er war ein Alleskönner. Er war ein Tausendsasa. Er war The Man. Er war The Man. Sollen wir es jetzt probieren, frage ich mich gerade. Oder nicht? Wie sieht es da unten aus? Ja, es sind halt viele kleine Sachen. Leute, wir probieren es. Ansonsten bauen wir die Flotte einfach komplett neu auf. Ja. Machen wir. Kein Problem. Aber Kyle McNevin, war schon traurig. Guck mal, ah, okay, Muhammad Al-Asiri ist hier. Okay, Leute, die Schlacht bei Intam. Leute, lasst euch nicht von zu vielen ablenken. Nicht mitten reinfliegen. Wo haben die denn kämpfen gelernt? Eine Baumschule oder was? Jungs, wie Knülle seid ihr denn? Wer kämpft denn so? Ey. So dumm. Was war denn das? Kann ja eigentlich gar keiner sein. Diese ganzen Admiräle gehören alle schon wieder. We have mastered a new Ich sag mal technology. so, reduziert. Debris analyzed. Nein, Spaß. Leute, Spaß. Das war schon mit Absicht jetzt, ein bisschen mal die da rein zu treiben. Um unsere Flotte eben abzugraden. Und der weite Weg zurück ist auch blöd, oder? Wir bauen das alles schön neu auf. Und dann geht's hier gegen die Ruxicodium. Das ist nämlich richtige kleine Gauner.
Na, jedenfalls, wir haben den Kahn vertrieben, erfolgreich. Und das ist auch was wert, Leute. Das ist auch was wert. Ressortwelt ausrufen. Ah, aber hier Bauplätze plus 1. Ah. Das machen wir mal. Und haben wir ein... Ding haben wir nichts. Na gut. Dann macht er das hier. Passt, passt, passt. Einladung zum Forschungsabkommen. Misha mit den Uin da. Okay. Sieht's denn aus? Ich muss ein bisschen gucken ins Situationsprotokoll. 37,8. Na gut, wir haben immer so unsere 9000 rum Vorsprung. Na, ist ja ganz gut eigentlich. Die Trümmer analysiert. Dann auch in Ordnung. Uin da und Misha machen jetzt auch noch. Machen jetzt auch noch Migration. Bei uns aus eigentlich. Bei uns, wir haben. Ja, die meisten sind Quent. Quent Physik, Tropisch, Arktisch und Savanne machen den Großteil der Bevölkerung aus. Wir haben aber auch 100 Schabtak. Darf man auch nicht vergessen. Wir haben 100 Schabtak. Und 12 Nubaul. Ja, und 12 Nubaul. Wenn man jetzt mal hier guckt. Hier müsste man jetzt genau die Demografie, da kann man sehen. Hier sieht man es nochmal. Genau, Quent Physik. Quent Arktis. Also die hier und die hier, die gehören zusammen. Ich würde das gerne irgendwie ein bisschen zusammenfassen. Das wäre cool, wenn ich das zusammenfassen könnte. Kann ich aber gar nicht. Ja, und das sind die Nubaul. Schaut mal. Nahrung aus Viehbeständen plus 2. Die machen viel Nahrung. Boah. Lebensdauer Anführer plus 80 Jahre. Uiuiuiuiui. Anpassung an Gaia-Welt. Naja, im Normalfall ist es nicht so optimal, an die Gaia-Welt angepasst zu sein. Weil hast du ja jetzt nicht immer eine Gaia-Welt, oder? Würde ich mal sagen. Im Normalfall. So, jetzt müssen wir mal gucken, wir haben 1k plus pro Runde, heftig, oder? So. Kriegsvorbereitungen. Reiche bereiten den Krieg auf uns vor. Ja, schon klar. Welche Reiche das sind, das hier unten das stattfinden. Verdammten Gauner. Die Savix Quast und das Ganze. Gesinde. Ja, jetzt gucken wir mal. Okay, Freunde, also wir müssen kämpfen. Es ist so blöd, dass wir hier keine Verbindung haben. Hätten wir hier eine Verbindung, wir müssen das ganze Ding da außen rumfliegen. Bis wir da ankommen. Ja gut, geht jetzt schneller. Aber so schnell ist halt jetzt auch nicht. Wie man sich es vielleicht wünschen könnte. Wenn wir einen Krieg erklären. Ja, das bringt uns hier alles gar nichts. Wir können gar keinen Krieg erklären. Ja, wie ist mit denen? Könnten wir, da könnten wir. Oh. Die könnten wir unterwerfen. Gutpflichtig. Die Rexicodium, das wäre auch ganz cool eigentlich. Das sollten wir mal ernsthaft drüber nachdenken. Ja. Gut, da haben wir Möglichkeiten. Da können wir hier bei Karrenwall, aber ich glaube, Karrenwall ist reine Verteidigung, oder? Wenn ich das recht sehe. Genau, wirklich reine Verteidigung. Leute. Temporaler Zerfall, wie sieht es da aus? Fernbasis, die verbessern wir mal. Bauen wir jetzt auch wie verrückt. Elinmi. Ja, genau. Da haben wir aber das schon Schiffswerften. Okay. Dann würde ich mal sagen. Oh, da fehlen uns exotische Gase. Da müssen wir noch ein paar kaufen. Thank you.
Jetzt mal gucken, ob es noch was übrig bleibt. Die Buhavila Free Warriors, was? Hör zu. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit, Quenti. Wenn ihr die andere benötigt, die eure Kämpfe führen, dann wisset, dass die Buhavila Söldnerflotte bereit ist. Ja, Leute. Hört sich gar nicht so. Ships have been upgraded. Sich gar nicht so schlecht an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Buhavila Söldnerflotte. Buhavila Free Warriors. Hör mal zu. Würden gerne Söldner rekrutieren. Wir würden gerne die Armada der leeren Geborenen. 5 Jahre. Erster Sturmtrupp. Auf Wiedersehen. Oder meine Buhavila-Freunde, wir kennen ein Ziel. Wir kennen ein Ziel für Überfälle. Wir haben uns noch nicht vom vorherigen Überfall erholt. Kommunikation beenden. Okay, gut. Ja, die Söldner. Die würden mich auch reizen, natürlich. Also, wenn wir die für uns rekrutieren würden, quasi für unsere Sache, gewinnen könnten. Für nur 9 Credits. Nein, 9000 Credits. Oha. Wilhelm von Halkett ist gestorben. Ey. So was Blödes. Na ja, komm, dann mach du halt eine Gefischer. Schade. So. Trotzdem, erleben nie, da bauen wir gerade nichts. Könnte bauen. Achso, wir können keinen Titan bauen. So doof. Our ships have been upgraded. Wer ist jetzt gestorben? Hatten wir halt Paridesmut. Ja, jetzt sterben die mir hier alle. Werben die uns hier alle weg? Titan, die ISS Henker. Und jetzt testen wir mal, wie lange würden die brauchen? Von Kurose? Hier runter, ne? Leute. Von Kurose? Hierhin. 562 Tage. Ist nicht so viel, wie man denken könnte, oder? Our ships have been upgraded. Debris analyzed. Dann bauen wir mal Tennel aus noch. Wir haben noch eine Raumbasis, die wir bauen können. Ja, da wird der Krieg hier unten, der wird hier kommen. Der wird hier kommen, Freunde. Und wir können nochmal in den Schleier, das machen wir. Wir gehen auch in den Schleier. Wir reichen hinein. Im Schleier materialisiert sich ein kleiner flackernder Stern. Er fliegt mit unglaublicher Geschwindigkeit an uns vorbei und eine Sekunde lang ist er als Alienschiff unbekannter Bauern zu erkennen. Danach verschwindet er so schnell wie er aufgetaucht ist in einer Wolke aus psionischer Energie. Kann es sein, dass es möglich ist? Was kann das sein? Ist es möglich, sich auf physischem Weg in den Schleier zu begeben und dann irgendwo anders nur im Normalraum zu erscheinen? Eine Weile lang dort bleiben. Fluch verhängt. Wir haben noch nicht einmal. Noch nicht einmal haben wir es geschafft. Wenn irgend sowas 50-50 war, nicht einmal, ja. Weder zu verrecken, noch Pech und Schande über unser Volk zu bringen, noch Geld zu verlieren, noch alles Mögliche. Ey, ohne Spaß. Jabartig. Das kotzt mich richtig an. Richtig mega scheiße. Haben wir da nicht einmal Glück? Was machen wir mit dem Schleier, wenn wir immer nur Pech haben und nur das grüne Auswählen kommen? Wenn das XCOM 2 ist, ein Witz dagegen. Ja, XCOM 2 ist lächerlich, da triffst du noch bei 50% mehr, als du hier die Chance hast. Ja, sowas Lächerliches habe ich noch nie erlebt.
Ist doch wahr, Mann. Ist doch echt scheiße. Ist doch scheiße. Also, Fluch verhängt. Dann erscheint plötzlich ein weiterer flackernder Stern. Dieses Mal aber sind wir vorbereitet. Es handelt sich tatsächlich um ein Alienschiff, wie wir es in unserer Galaxie noch nie zuvor gesehen haben. Während es an uns vorbeifliegt, spüren wir das Gedankenleuchten seiner Besatzung, aber ihre Intellekte sind dunkler und fremder als alle, denen wir bislang begegnet sind. Nicht nur werden wir von ihrem Schiff zurückgeschlagen, sondern vom psionischen Feedback ihrer brutalen Abweisung auch noch außerhalb des Schleiers verfolgt. Die Unterlichtfluggeschwindigkeit unserer Raumschiffe ist vorübergehend reduziert worden. Um 20% 5 Jahre lang, geil. Das sind unsere geilen Schleiererlebnisse. Noch nicht einmal hat es geklappt. Ja, wenn die Chance gelb war. Nicht einmal. Rot mache ich ja schon gar nicht. Ich mache ja nur, wenn, dann überhaupt nur gelb. Ja. Das kann man sich sowas von schenken. Das ärgert mich mega. Mega, 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 mega. Ohne Spaß. Noch nichts hat da jemals geklappt. Never, ever. Im Leben nicht. Ja. Eher friert die Hölle zu, als dass wir beim Psionischen irgendwie mal Glück hätten. Construction complete. Oder also, wir werden trotzdem unseren Avatar, den haben wir ja bekommen immerhin, den haben wir bekommen, Armee, Avatar. Ja gut, man sieht hier nichts. Naja, okay, egal. Und den werden wir eher anschließen. Ja, der braucht nur 391 Tage. Ja, klingt gut. Den haben wir mal durch den Schleier bekommen, aber es war auch so eine grüne Geschichte, da bin ich mir ganz sicher. Weil gelb kann es ja nicht gewesen sein. Dampfkraft. Die primitive Alien-Zivilisation auf Balorix 4 hat den Dampfantrieb erforscht. Dies hat ihre Gesellschaft in vielerlei Hinsicht revolutioniert. In ihren Städten sind bereits Fahrzeuge und Maschinen zu sehen, die mit dieser Technologie angetrieben werden. Hier und da sind auch die ersten Fabriken zu sehen. Diese Welt scheint kurz vor der Industrialisierung zu stehen. Very interesting. So. Freunde. Jetzt warte, gegen wen können wir Unterwerfungskrieg machen? Raxicodium war es doch, gell? Was? Die Alliance of Tuluk I4? Die Sternnation? Sternnation? Die früher als Alliance of Tuluk I4 bekannt war, wurde von seinen Feinden zerstört. Look, I4. Ja. It's a bad. Our ships have been upgraded. Our ships have been upgraded. Wir graden jetzt mal einiges ab hier. Our ships have been upgraded. Dieses Xirak hier würde mir halt schon auch noch gefallen, gell? Ja, aber wir können nichts mehr bauen. Wenn wir hier drüber kommen, dann gute Nacht. Dann haben wir ein ganz großes Problem. Ja. Das muss nicht unbedingt sein, um ehrlich zu sein. Brauche ich nicht. Und das L-Cluster könnten wir uns tendenziell auch mal überlegen. Aber dann hätte ich halt hier gerne eine Mega-Flotte, dass wir gleich eingreifen können. Flottenmanöver. Admiral Daria Kusina hat Pläne für eine ausgedehnte Flottenübung entworfen, an der ein Großteil unserer Schiffe teilnehmen soll. Als Austragungsort dieses Manövers hat sie das Meskeban-System ausgewählt, das in der Nähe der Mishnar Sovereign Planets Grenze liegt. Für die Misharen
ist das möglicherweise eine schwere Provokation. Aber wenn wir die Flottenübung absagen, könnte unser Militär uns das als Zeichen der Schwäche auslegen. Meskeban liegt immerhin in unserem Raumbereich. Einmischer Sovereign Planets einmischen? Was? Was wir in unserem eigenen Hinterhof tun können, was nicht, ist absolut ungerechtfertigt. Das Manöver wie geplant durchführen, ja, selbstverständlich. Führen wir das wie geplant durch, Leute. Wo liegt denn Meskeban überhaupt? Hier. Hier liegt Meskeban. Na dann werden wir hier tun und lassen, wie immer es uns beliebt in unserem eigenen Land. Soweit kommt es noch. Wenn sie sich provoziert fühlen, ja, tut's mir leid. Können wir nicht helfen. Our ships have been upgraded. Ah, Orbitalring. Genau, der Orbitalring. Ganz vergessen, Leute. Das erste Mal, dass wir jetzt einen Orbitalring haben. Cool, wie der aussieht. Oh, okay. Was können wir da drauf bauen? Ah, da können wir quasi... Den können wir da verbessern. Okay, und wo haben wir den hingebaut? Nach Edor Wang. Das war ja nur mal zum Testen, was das überhaupt kann. Das können wir auch nur um den Planeten rumbauen, den Orbitalring. Okay. Schaut euch das an. Machen wir doch mal zwei Werften, oder? Halt, ich habe gerade noch was gesehen. Da gab es noch was zu sehen. Was ist das hier? Orbitalring öffnen. Planetenansicht öffnen. Dann haben wir Planeten und so, dann können wir quasi so eine kleine Raumstation bauen. Ohne Raumstation. Um die Planeten herum. Oh. Dann könnten wir sowas auch um Kolossee herum bauen, oder nicht? Um Koros. Wait. Nee. Passt schon. Ja, mach mal. Bau mal dahin, das passt schon. Da ist Tethel. Die Station Tethel. Die verbessern wir gleich mal. We have mastered a new technology. Okay, Verstärkung. Im Transit. Und die Savix Quast haben uns die Rivalität erklärt. Ist ja witzig. So. Flachtschiffe Rumpf um 800 erhöht. Ja, auch gut, oder? Und jetzt halt mit dem enigmatischen Tor. Das müssen wir echt gucken, wie wir das machen. Mit dem enigmatischen Tor bin mir da nicht so ganz hundertprozentig sicher. Ja. Bin mir nicht so ganz sicher. Weil das muss halt, da brauchen wir Flotten. Der fliegt noch nach Hilos. Und in Hilos können wir, was wir vielleicht auch tun sollten, Venkralisches Triumvirat, zeigt uns eure Waren. Was habt ihr denn? Etagenbette. Flieg weiter, Junge. So, ne, Achtung hier. Schiffswerft. Da würde ich mal tatsächlich ein bisschen was bauen. Na, wir geben schon Gas ein bisschen. Ja, muss noch ein bisschen was bauen. Und dann gehen wir nämlich ins Wurmloch hier rein. Und dann sieht die Geschichte nämlich auch wieder anders aus.
Oh yes. We have mastered a new technology. What's up, Prime? Und was haben wir jetzt? Einen Bauplatz zusätzlich? Alles klar. Und Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit erhöht. Alles gute Sachen. Ja. Ansonsten, ja. Gibt es jetzt hier nicht wirklich Sachen, die wir bräuchten? Hier gibt es jetzt auch gerade niemanden, der was kann, also der was uns kann, was uns weiterbringen würde. Na, Leute. So ist das nämlich. Die Industriewelt Kamir mit arbeitslosem Arbeiter. Construction complete. Keine Ahnung. Wird das alles hier so brauchen? Was ist los? Nix. Gut. We have mastered a new technology. Was haben wir? Beseitigung von tiefer Krater. Okay. Verbesserte Hauptstadtgebäude. We have mastered a new technology. Mach das mal. Was haben wir hier? Die Bergbaustation. Ist halt schon optimal, ist richtig gut, gell? Zerstörerrumpf. Da geben wir auch noch Gas für den Zerstörerrumpf. Haben keinen, der das machen könnte, na dann macht er das weiter. Okay, ja Leute, wird voll gut. Oh je. Jetzt ist die Folge schon wieder so lang. Wir werden die Folge jetzt leider, Leute, beenden. Nicht müssen, aber... Man muss ja auch mal auf was Neues freuen, oder? Nächste Folge. Und ich kann immer nicht aufhören, weil Stellaris ist halt richtig krasses Spiel. Ist halt richtig gut. Das schafft es mega gut. Leute, wir werden jetzt hier unten ankommen. Wahrscheinlich. Tage noch. Verflucht. Da sind wir schon. Ja, mein Freund, das war's schon. Thema beendet. Und hier, bumm. Piratenstation überfallen. 200 Credits, 360 Piepen. Oh nein, verflucht. Wir haben die Einsicht über L-Tore gesammelt. Ah. Wir haben jetzt genug Einsichten über die L-Tore gesammelt, um die Technologie hinter ihnen verstehen zu können. Sobald wir sie erforscht haben, sollte eines unserer Forschungsschiffe den fortwährenden Wartungszyklus beenden können, in dem sie sich befinden. Ja, das ist alles interessant, aber... Okay, Freunde, wir müssen gucken. Schleiertunnel. Wo haben wir ein L-Tor? Leute, wo haben wir... Überall L-Tore. Wir haben... Ah, das Rote sind die L-Tore. Da haben wir ein L-Tor. So können wir es nicht sehen. Wir müssen... Hier haben wir ein L-Tor. Ja, das sind blöde Stationen hier. Temporaler Zerfall. Da ist jetzt die Frage, wie man das macht. Modulares Bauwesen. Feuerrate für die Schiffe. Ich würde den Störfeldgenerator. Den Störfeldgenerator bauen. Oder?
Und hier noch ein bisschen was. Ah, die Zitadelle, da habe ich richtig Respekt davor. We have mastered a new technology. Wachmatrix freigeschaltet. Sprungantrieb, gefährlich. Sprungantrieb, Reise. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so blöd. Um ehrlich zu sein. Das Forschungsnexus ist auch gut. Sollen wir das tatsächlich mal machen? Elektroaktivierung. 18 Monate. Ich würde mal warten. Das macht nichts. Wenn wir warten, das macht nichts aus, weil das geht dann alles hier oben in den Forschungspool. Da, seht ihr hier auf Lager? Seht ihr das? Der oberste Punkt. Physikforschung auf Lager. Wenn wir jetzt vergessen zu forschen, geht es auf Lager und dann forschen wir doppelt so schnell, bis das Lager eben ja, weg ist. So, okay. Das Terraforming von Taran Prime konnte schneller abgeschlossen werden. Dienstleistungen plus 10 oder Zufriedenheit plus 5%. Ich würde die Zufriedenheit gerne immer erhöhen wollen. Camilla Secundus. Gucken wir mal Camilla Secundus an. Wie sieht's da aus? Wir könnten da, was könnten wir brauchen? Gießereien, Industriedistrikt. Da haben wir jetzt aber halt einen auf Lebensmittel gemacht. Ja, da machen wir Landwirtschaftsdistrikte dazu. Das ist halt geil, gell? Camilla Secundus ist halt schon geil. Camilla Secundus ist mega. Mega, Leute. So, jetzt Moment. Gucken wir uns das mal das nächste hier an. Wir können ja jetzt auch eine Megastruktur bauen. Was können wir? Ein Orbitalring, Habitat. Wir können Habitat bauen. Wir können Quantenkatapult, aber da fehlt uns noch ein bisschen was. Okay, und dieses Quantenkatapult sorgt nämlich dafür, wir können uns irgendwo im Weltraum, wenn wir uns irgendwo hinschießen. Müssen wir uns echt mal überlegen, ob wir das möchten. Ah, okay, das ist jetzt tatsächlich dann zu groß. Mal Hilos an. Da wird momentan nichts gebaut. Auch nochmal Schlachtschiffe. Ja, das sollten wir halt bauen. 6. Ja, 6 tatsächlich. Wir können da 6 Dinge bauen. Brutal. Richtig heftig. Dann sind wir hier mit 40.000. Ja, und dann werden wir das L-Tor mal sprengen. Wenn wir das L-Tor mal sprengen, wo können wir dann hin? Nach Iskander sitzt, das ist alles direkt daneben. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Wo gibt es noch ein L-Tor, Leute? Das ist kein L-Tor. Das ist ein natürliches Wort. Noch hier ist ein L-Tor. Ja gut, diese Ecke gehört uns eh schon. Aber hier hinten wäre ein L-Tor. Ah, wir können dann schon weit. Und hier hat es ein L-Tor. Der Rekkas schwarzes Loch, mein lieber Mann. Dann würde ich doch mal sagen, Freunde. Haben die nochmal ein L-Tor hier? Auch nicht, gell? Da hat es ein L-Tor. Hier hat es ein L-Tor. Aber wir können schon böse ankommen dann. Oh. Freunde, können wir da böse Gas geben? Mein lieber Mann. Wäre fast schon witzig. Aber nur fast schon witzig. Also, das war's für heute. Mir fällt es schwer aufzuhören. Ich habe nämlich mega Bock, aber man muss aufhören. Admiral Armani Al-Jazari ist gestorben. Der war ein guter Mann. Thank you.
Na gut, okay. Wir wählen noch die Forschung aus. Ey, die Tradition. Ey, schlimm. Schlimm. So. Sollen wir unnachgiebig wählen? Das bedeutet, wir hätten viel mehr Verteidigungsplattformen. Die Sternbasis wird wesentlich schneller. Wird wesentlich schneller verbessert. Wir kriegen 2 Sternbasen dazu. Ja. Und am Ende werden die Sternbasen sogar günstiger. Wir können eine Militärallianz machen und so weiter. Verteidigungsarmeen produzieren jetzt auch noch Einigkeit. Eifrige Verteidiger. Die Rumpfstärke und der Schaden von Sternbasen und sind um 33% erhöht. Boah, brutal. Festungsdoktrin, wo wir ja gerade so viele Sternbasen haben. Versteht ihr? Ja. Ist halt richtig heftig. Und das könnten wir dann nochmal. Diplomatie mit verfügbaren Gesandten und machen wir nicht. Dominierung eventuell, Kostenblock entfernen ist interessant. Nicht interessant. Nicht interessant, Leute. Nicht interessant, okay? Reichsgröße von Bewohnern minus 10%, wenn wir alles durch haben. Monatlicher Einfluss plus 0,5, das ist interessant. Ja, das ist natürlich interessant. Dominierung ist interessant und Harmonie. Ja, auch interessant, definitiv, ist nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, aber ich würde tatsächlich mal sagen, wir gehen auf unnachgiebig. Leute. Ja, wir machen tatsächlich unnachgiebig. Voll cool, okay. Kriegen wir 2 Sternbasen dazu und die werden 50% schneller abgegradet und das jetzt schon. Dann können wir gleich mal eine Sternbasis bauen und zwar hier. Wo? Da, hier. Seht ihr? Oh ja. Oh ja. Dann bauen wir sie doch hier hin. We have mastered a new technology. Ist halt so gut. We have mastered Zerstörerrumpfstärke erhöht. Und jetzt nochmal die Verbesserungskosten der Basis, die Verbesserungsgeschwindigkeit nochmal erhöhen. Fuck. Jetzt wird's halt böse, jetzt wird's richtig heftig. Todeskönig Rikuto Sasaki, was ist mit ihm geworden? Er hat ein Auge für Talent, jawohl. Maximale Fähigkeitsstufe, Anführer plus 1. Aber wir haben die noch nie ausschöpfen können. Und der Erfahrungszuwachs ist erhöht, alles gut. Aber der Herr Sasaki, wie alt bist du? 53. Im besten Alter. Vielleicht könnten wir davon noch profitieren. Ist ja nicht immer gesagt, dass wir davon profitieren, aber jetzt könnten wir eventuell. Flottenmanöver abgebrochen. Die Pläne, eine groß angelegte Flottenübung abzuhalten, sind aufgehoben worden. Fortwährende Verzögerung bei der Verlegung der zugeteilten Streitkräfte ins Aufmarschgebiet? Oh. Bedeuten, dass das Manöver jetzt der Gefechtsbereitschaft der gesamten Flotte schwer beeinträchtigen würde. Oh, war das jetzt ein Fehler? Moment. War das jetzt blöd? Schleierfluch? Nee. Abklingzeit. Geheimnisse der Baul. Naja, gut, jetzt wartet mal. Wenn wir auf die Xenophilie mal hier runtergehen. Warte mal. Gehen auf die. Hier. Auf die Fraktionen, okay. Vielleicht können wir dann sagen, dass wir die Xenophilen nicht mehr unterdrücken. So. Moment, unterdrücken. 3% nicht mehr unterdrücken, 12% fördern. 22%, schaut mal. Okay, nee, dann lassen wir es mal so. Einfach, dass wir mehr Einfluss gewinnen. Ja. Okay, eingehende Übertragung.
Wir kommen mit beunruhigenden Nachrichten zu euch, Quent-Arktisch-Freunde. Wir haben den Kontakt zu unserer Kolonie Neubaldarak, ach die Jungs schon wieder, die Geistwesen, verloren. Sie antworten nicht mehr auf unsere Satellitenübertragungen und wir befürchten das Schlimmste. Vielleicht sind die Aliens, die unsere ursprüngliche Heimatwelt bombardierten, zurückgekehrt, um uns den Rest zu geben. Bitte schickt ein Schiff los, um nachzusehen. Wir werden ein Schiff abkommandieren. Situation log updated. Werden wir natürlich. Wir sind auf 40.000 angestiegen schon. Böse Leute. Es wird böse. So. Also Freunde Neubaldarak. Da untersuchen wir mal das. Die Geschichte. Und da haben wir zwei Titanen hier. Oh. Instabiles Wetter. Größtenteils bedingt durch den abgebrochenen Terraforming-Prozess auf Xerac Prime herrscht auf dem Planeten ein etwas instabiles Klima. Oftmals ereignen sich ohne Vorwarnung starke Stürme, die unsere Klimamodelle nicht vorhersagen können. Einer dieser Stürme fegte kürzlich über eine größere Siedlung, was zu mehreren Toten und jeder Menge zerstörten Eigentums geführt hat, plus 10 Verwüstungen, bedauerlich. Was heißt hier? Terraforming hat nicht geklappt? We have mastered a new technology. Na gut. So, jetzt haben wir hier. Genau, verbesserte Hauptstadtgebäude. Sauber. Psionische Armee, auch interessant. Die psionische Armee. Und die macht auch fett Schaden. Ist natürlich geil, gell? Und wir machen die. Die Lebensmittel brauchen wir auch nicht. Die machen wir die psionische Armee, das passt schon. Psioniker haben wir doch, oder? In hier. Jo. Wir haben ja jetzt nicht so viele Psioniker hier. Dann kann er mal das ganz gut machen mit 77%. Das passt schon. Construction complete. Mantal abgeschlossen, sehr gut. Dann werden wir mal schön Handelsknoten bauen. Oh ja. Und dann bauen wir dazu noch einen Hyperraumanweiser, um die Handelsreichweite zu erhöhen. Oh, Leute. Wird halt gut. Und jetzt sind wir auch leicht über der Flottenkapazität. Und wir können noch einen weiteren Titan bauen. Das könnten wir. Ja, und dann würde ich auch fast sagen, dass wir es probieren, Leute. Dass wir jetzt sagen, okay, wir machen die Elter-Aktivierung. Wenn wir auf den Deckel kriegen, dann hat es halt so sollen sein, mein Gott. Dann kann ich es auch nicht heben. Wir probieren es. Und das hier wird unsere Flotte sein. Hier unten haben wir halt noch ein Elter. Den Schleier kommt, wir versuchen noch einmal in diesen verfluchten Schleier zu reichen, okay? Erhöhter Einfluss, Ethik, Attraktivität, verringerter Schiffsunterhalt. Wir machen erhöhten Einfluss. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank, ey. Monatlicher Einfluss plus 30%. Ist aber auch richtig gut, gell? Moment, gucken wir mal kurz. Das ist natürlich mega. Mega gut.
8 plus 8. Ja, das lasse ich mir gefallen. So. Okay. Wir verkaufen mal ein bisschen noch. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Leute? Es ist halt mega. Das wird halt richtig gut. Wir kommen voran. Pionier Core. Yes. Eltor-Aktivierung in 5 Monaten. Oh Gott. Die kann halt so brutal nach hinten losgehen. Ja, das kann man so gar nicht. Special Product complete. Gar nicht fassen. Neubaldarak, okay. Unsere Untersuchung von Neubaldarak hat nichts Außergewöhnliches ergeben. Der Satellit, über den die Kolonie mit ihrer Heimatwelt kommuniziert, funktioniert unserer Kenntnis nach immer noch. Verbindung herstellen. Revolutionäre Front. Grüße von der Revolutionären Front von Neubaldarak. Wir haben das Nackenjoch der Unterdrückung abgeworfen und uns endlich von der Tyrannei Baldaraks befreit. Mit euch haben wir keinen Streit, Aquent Arktisch, sofern ihr davon abseht, den Imperialisten von Baldarak bei ihrem unvermeidbaren Versuch der Niederschlag unserer Revolution zu helfen. Ihr könnt uns aber auch bei der Bekämpfung unserer Feinde helfen. Wenn ihr gewillt, eine unserer Kommandoeinheiten nach Baldarak zu befördern, sagt uns, was ihr geplant habt. Wir werden eure Soldaten nach Baldarak bringen. Wir werden uns nicht in eure inneren Angelegenheiten mischen. Ja, was habt ihr geplant? Wir möchten Baldarak mit einer unserer Elite-Kommandoeinheiten infiltrieren. Danach werden wir einen Volksaufstand gegen die dekadente Elite entfachen, die unser Volk misshandelt. Nachdem die Tyrannen eliminiert wurden, werden alle Dathnak zumindest wissen, was es bedeutet, wirklich frei zu sein, Quent Arktisch. Einen einfachen Plan gibt es wohl kaum. Nö, wir mischen uns nicht ein bei euch. Oh, natürlich werdet ihr das nicht. Wir würden ja nicht wollen, dass sich die Revolution der unterdrückten Massen in euer tyrannisches Reich ausbreitet. Das geht nun wirklich nicht. Ja. Das geht nun wirklich nicht. Richtig. Construction complete. Taxicodium. Den Konisti, den Krieg erklärt. Ist natürlich für uns ideal. Ja. Das ist sogar mehr als ideal für uns. Er ist gestorben. Gouverneur Sandra Meyer. Zombieverein. Nahrung von Jobs. Forschung. Lebensdauer. Wir machen immer die Forschung, wenn wir die Forschung machen können. Das ist eigentlich optimal. Leute, jetzt ist schon echt zu spät geworden. Oh Gott. Baldarak antwortet. Ich spreche für die rechtmäßige Dathnak-Regierung. Wir haben ein Manifest der Gruppe erhalten, die Neubaldarak an sich gerissen hat. Was für ein unfassbarer Quatsch. Quent Arktisch, diese Briganten und Anarchisten sind uns fürchterlich peinlich. Werdet ihr uns helfen, ihre kleine Revolution zu zerschmettern, bevor sie sich hier ausweitet und wirklich jemand verletzt wird? General Palternak hat ein Expeditionskorps zur Rückeroberung der Kolonie aufgestellt, aber wir benötigen eure Hilfe, um es dorthin zu befördern. Ja. Situation log. Wir werden euch helfen. Alles klar, Leute. Selbstverständlich werden wir helfen, weil wir wissen ja selber ein bisschen. Ja, ich bin nicht autokratisch, aber wir sind ein bisschen. Ja, unterdrücken unser Volk gerne. Was machen wir? Wir sind die Bösen eigentlich. Falls ihr es noch nicht wisst. Oha, unerwartete Mutationen. Unsere Terraforming-Spezialisten auf Zimtauri Prime haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass der Terraforming-Prozess reibungslos verlaufen ist. Und dass wir eine wunderschöne Gaia-Welt haben. Die schlechte Nachricht ist, dass jeder, der auf dem Mond lebte und den Terraforming-Gasen ausgesetzt war und nun nicht mehr auf Nicht-Gaia-Welten leben kann. Diese auf Gaia-Welten gefangenen Bewohner haben überraschenderweise eine erhöhte Produktivität gezeigt, anders als die Arbeiter, die nicht von dem Gas betroffen waren und später dorthin migriert sind. Okay. Jetzt wird es mich mal interessieren. Und was für Bevölkerung wir sprechen.
Geht es hier irgendwo? Nee. Okay, also da steht das irgendwie nicht so richtig dran. Na gut, okay. Und noch mehr Planeten sind fertig. Alles Gaia-Welten geworden. Oh mein Gott. Katz Prime, Birana Prime, Nisatum Prime, alle. Alles sind Gaia-Welten geworden. 40.000. We have mastered a new technology. 706. Oh mein Gott. Öffnung des L-Clusters. Leute, nein, wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen aufhören. Ja. Unsere Wissenschaftler sind nun zuversichtlich, dass unser Wissen über die L-Tore und die Technologie, auf der sie basieren, ausreicht, um den Wartungszyklus beenden. Wenn der Versuch gelingt, sollte es uns gelingen, das L-Tor im Zentare-Schwarzes Loch-System sofortigen Zugang zur entfernten L-Klasse zu ermöglichen. Alle zusätzlichen L-Tore in der Galaxis werden wahrscheinlich ebenfalls innerhalb weniger Jahre einsatzbereit sein. Bereite das Projekt Situation vor. Log updated. Oh Gott, wer ist gestorben? Sergei Vasiljev ist gestorben, okay. Pionier-Core haben wir geschafft. Ah, ist schon in Ordnung. Machen wir mal die kinetische Batterie. Ah, es gibt sogar eine Wissenschaftlerin, die das machen könnte. Wo ist sie hier? Genau, sie macht das. Und hier oben, er kann. Ionendisruptor. Oder so Energy Credits mehr. Ja, komm, mach mal den Ionendisruptor. So, und wir brauchen aber, glaube ich, ein Forschungsschiff, oder? So war das doch. Das sind wir jetzt hier mit 60.000. Dann bauen wir doch ein Forschungsschiff. Dann können wir vielleicht noch ein. Noch ein paar kleinere Schiffe bauen. Ah, wir müssen halt ein bisschen. We have mastered a new technology. Was haben wir jetzt? Die psionische Armee. Sehr gut. Einigkeit plus 5% auch. Wir machen die Militärakademie. Okay, Leute, jetzt Schluss. Jetzt ist ein für alle Mal Schluss. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Auf Twitch lasst ein Follow da, ich würde mich total freuen. Schreibt was im Chat. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Say yeah.